Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Wunderbar, dass auch du wieder mit dabei bist. Und wir müssen noch genau zwei Punkte hier auf unserer Aufgabenliste abhaken. Und dann sind wir fertig. Dann sind wir tatsächlich fertig. Wir haben gesehen in der letzten Folge, ne, wir brauchen noch 8 Hämmer, beziehungsweise er muss dann noch 8 Hämmer wohl fertigstellen. Kann sein, dass ich ein paar mehr in Auftrag gegeben habe, als ich benötige, was nicht schlimm ist. Und wir sind auch hier mit der Statur kommen wir auch so langsam voran. Dieses Teil da, da fehlt immer noch Baumaterial, im Wesentlichen halt Eisen. 25 von 40. Aber. Boah, so langsam kommt auch hier die Produktion voran. Hier ist er, du. Voilà. Was ich denn da? Ach, ich hab da. Oh. Eieiei. Ich hab da eine Prio drin. Die war eigentlich nur dafür gedacht, dass. Eis ist raus. Okay. Ich wunderte mich jetzt schon. Die war eigentlich nur dafür gedacht, dass das Ding hier schneller gebaut wird. Ne, damit halt für den Fall des Falles entsprechend Reserve vorhanden ist. Und ich denke so, hä? Aber das hatten wir ja, das konnte man ja da auch lesen. Ne, dass ja so, wenn Sachen priorisiert sind. Dann wird erst quasi das dann, also diese Priorisierung berücksichtigt und nicht irgendwas anderes. Ja, so kann man sich dann auch erfolgreich ins eigene Knie schießen, Amdus. Ich merke schon, ich muss hier viel, viel lernen. Ich habe hier noch so manche Sache noch nicht so wirklich verinnerlicht. Ja. Okay. Ich gebe es zu. Dann schauen wir mal. Das Teil ist ja hier fast, wie gesagt, fast fertig. Da wird jetzt, hier werden jetzt endlich die Materialien dann auch geliefert, die wir noch benötigen. Um den, jetzt sieht man es nicht, den Eber der Entschlossenheit fertigzustellen. Da, aber jetzt geht's. Wow. Oh mein Gott. Ich darf diese Folge nicht veröffentlichen. Mega peinlich. Ja, die Herrschaften sind hier stark beschäftigt, Eisen durch die Gegend zu tragen. Ich weiß gar nicht warum. Die machen das immer. Das ist so ein Volkssport von denen. Die schnappen sich immer so einen Barren, weißt du, und dann joggen die damit durch die Gegend. Einfach so. Das ist so, ja. Das ist deren Ding. Oh Mann. Ich kann mich hier auf meinem Kanal nie wieder blicken lassen. Das ist ja. Wo wollen sie denn jetzt hin? Achso, nee, alles gut. Der ist damit. Hämmern beschäftigt. Schade, dass man jetzt, wenn man die UI ausblendet, dann so gar nichts mehr sieht. Fange ich mal kurz wieder an. 86%. Okay. Ja gut, macht natürlich Sinn, ne, dass dann nichts mit, das zu sehen ist. Ich verwechsel immer die Tasten zum Drehen mit denen zu verschieben der Kamera. Aber so sieht das nicht so gut aus. Also, vor allen Dingen ist er da vollkommen im Schatten. Na, hier also dunkel. Jetzt wird da hinten gehämmert. Immerhin sind die jetzt zu zweit und hämmern da rum. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen mehr Sonne. Ja, die kommen jetzt gerade raus. Ja, die ist schon mal nicht schlecht. Ein bisschen mehr Sonne ist immer gut, immer schön. Und ja. Wir schauen ihnen noch einfach mal beim Arbeiten zu. Warum nicht? So weit können die ja nicht mehr. Ah, ich bin schon noch bei 92%, also das geht jetzt so hier zapp. Ich will einfach den Augenblick der Fertigstellung nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert, vielleicht passiert gar nichts. Aber wenn etwas passiert, sind wir jetzt hier gleich live mit dabei. Aber hallo, das ist hier wie der Start hier von einer von wie heißt das Ding? Spaceship da halt, aber wesentlich spannender auf jeden Fall. So, der Sockel wird da auch so langsam, da werden da Details deutlich. Ja, hier so die Vorhänge, die verschwinden so nach und nach, beziehungsweise werden kleiner. Und ja,
Ich glaube, Eisen haben die jetzt alles, was sie brauchen. Der Volkssport ist schon wieder vorbei. Sonne kommt raus, genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist cool. Und ich gehe mal davon aus, die sind gleich fertig. Ich traue mich mal ganz kurz. Da. Zack. Jawohl, ja. Da kommt doch Freude auf. Ja, hallo. Sehr schön. Ja, ich finde das immer klasse, wenn die sich hier selber freuen. Wenn die Sachen fertig sind. Voll die Fete. Geil. Sehr schön. Ach, da werden auch schon wieder, da kracht es auch schon wieder an allen Ecken und Enden. Das ist immer sehr, sehr cool. Das ist klasse. Sehr schön. So. Ich mache mal die Ui wieder an, um zu sehen. Ich bin komplett fertig. Deswegen. Ach. Das ist erreicht. Wir haben 170% erreicht im Freundschaftsbereich. Das hat so viel jetzt gebracht. Die Expedition haben wir 14 von 20, immerhin. Aber ich habe insgesamt gewonnen. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, die machen eine Fete, weil sie den Eber da fertig haben. Ich habe komplett gewonnen. Ja, cool. Sehr schön. So haben wir das ja richtig gemacht hier. So, du hast gewonnen. Du hast dich mit allen pargonischen Dörfern dieser Insel angefreundet. Ja, also gut, war nur eins. Insofern alles gut. Sehr, sehr schön. Geile Sache. Ja, die sind mit Party machen jetzt auch fertig. Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Sehr, sehr schöne Idee von den Entwicklern, dass halt dann, dass das auch wirklich so zelebriert wird, wenn die ihre Aufgabe da erledigt haben. So, sind die Hämmer da noch unterwegs? Jo. Zwei sind da, ein weiterer Hammer ist auf dem Weg. Was hat der denn hier für Probleme? Kriegt er jedes Mal Panik. Ah, ich weiß. Das Killer-Karnickel. Das hat dazu geschlagen. Ja, logisch. Da würde ich aber auch Reis ausnehmen. Aber so was von. Da muss man vorsichtig sein. Das ist brandgefährlich. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, das ist auch die Zeit, wir sind auch ganz am Anfang. Ich speichere mal ganz kurz. So, das mache ich einfach mal so. Und dann gehen wir zurück zum Hauptmenü. Direkt geht's weiter. Ach ja, ich muss ja ein neues Spiel starten. Ja. Sonst komme ich ja hier gar nicht hin. Einsteigerkarten. Achso, die haben wir doch schon erledigt. Das ist erledigt gewesen. Das war genau. Ich kurz irritiert, ich so, hä? Hab ich das noch nicht gemacht? Irgendwie, mir kam das so vor, als wenn wir das schon irgendwie abgehakt hätten. Hoffe ich zumindest. Vordefinierte Karten. Hilfe. Oberkarten, indem du alle Feinde besiegst. Das ist erledigt. Gewundene Pfade. Ich bin zumindest. Herrlicher Hügel. Ihr könnt mich jetzt für vollkommen Banane erklären. Haben die das jetzt auch geändert? Das war erfreulich auch genau. Trügerische Küste, nimm dich vor Dieben und Banditen in Acht, die sich in den Bergen verstecken. Wähle diese Karte, wenn du Pagonia auf einer Insel kennenlernen möchtest, auf der Gegner deinen Pfad blockieren und den Dorf besuchen. Das war das. Ich muss selber mir mal eins meiner älteren Videos angucken. Ich meine, das hätte vorher anders ausgesehen, nämlich so. Kann das sein? Und für sich wäre das geil, wenn hier irgendwie zu erkennen wäre. Ach, wir haben ja noch keinen. Ich muss mal kurz was gucken. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment mal eben. Hallo, da bin ich wieder.
Ja, das hat sich tatsächlich vollkommen verändert. Ja, also wir hatten vorher tatsächlich hier nur zwei Schaltflächen. Ich meine auch die, ich habe mir noch mal angeguckt, vordefinierte Karten und benutzerdefinierte Karten, die Einsteigerkarten. Dieses Ding ist quasi dazugekommen. Und die sind auch jetzt anders benannt. Genau, freundliche Wälder kann ich mich entsinnen. Die hießen, glaube ich, ähnlich. Dann haben wir hier trügerische Küste mit den Dieben und den Banditen. Mit den Dieben und Banditen, das haben wir ja gemacht. Es waren, glaube ich, in diesem Bereich, glaube ich, drei. Und ich hatte, meine ich zumindest, wären irgendwie drei gewesen. Genau. Jetzt kriegst du hintereinander. Die Reihenfolge war anders. Wir hatten diese friedliche Einstiegskarte. Dann ging es weiter mit den paganoischen Dörfern, die unsere Hilfe benötigen, das Hinterland. Dann hatten wir das, was wir jetzt abgeschlossen haben hier, ne, mit dieser trügerische Küste, mit den Dieben und Banditen. Und wir müssten jetzt weitermachen hier mit verborgenen Gefahren. Tatsächlich. Ja. Okay, das wäre dann der nächste Punkt. Huh, das haben sie jetzt komplett, also haben sie jetzt so ein bisschen umgemodelt, was ja nicht verkehrt ist. Ne? Haben sie das Ganze so von der Reihenfolge anders aufgebaut. Und ja, es macht auch durchaus einen gewissen Sinn. Weil hier lernt man erstmal so diesen friedlichen Einstand. Hier kriegt man das erste Mal, dann mit Gegnern zu tun. Und dann geht es hier dann erstmal wieder friedlich weiter, so zum Durchlaufen. Ne? Weil hat erstmal so den ersten Kontakt, nee, gar nicht mal den zweiten Kontakt, zu einem paganonischen Dorf oder zu paganonischen Dörfern. Vielleicht sind es hier auch jetzt mehrere, dass sie das anders gemacht haben mit dem Hinterland. Wir haben das Hinterland schon gemacht, wir haben das schon mit diesen Dörfern gemacht, dass man da halt entsprechende Waren transportieren muss und so weiter. Ich schenke uns das jetzt mal. Selbst wenn sich da jetzt ein bisschen was geändert haben sollte, seht es mir nach. Also ich würde das jetzt nicht nochmal machen wollen. Auch wenn da vielleicht eine gewisse Variante jetzt da drin sein sollte. Wir schenken uns das. So würde ich dann mit den verborgenen Gefahren weitermachen. Moment. Erobere die Karte, indem du alle Feinde besiegst. Aber pass auf, nicht alle von ihnen sind, was du erwartest. Okay, also das sieht hier schon mal sehr, sehr seltsam aus. Da war irgendwas von Werwölfen auch die Rede. Ich entsinne mich hier. Es wird aber wahrscheinlich nicht einfacher werden. Ich sehe hier nur noch Kampf, 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 Kampf. Also mit friedlich ist jetzt endgültig vorbei. Gut, wir machen das. Lange Rede, kurzer Sinn. Und wir behalten einfach im Hinterkopf, wir haben das Hinterland schon gemacht. Wir schauen mal. So. Wir starten ab ins neue Spiel. Da sind wieder, hier ist wieder unsere Venturer. Und ja, das wird unter Umständen lustig werden oder auch nicht. Ich mache mal Folgendes, das mache ich sonst eigentlich nicht. So direkt am Anfang. Spiel speichern. Da bin ich jetzt vorsichtig. Ansonsten erst einmal vorgehen wie gehabt. Holzfällerhütte. Aufgaben sehe ich auch bis jetzt nur, dass wir hier mit den Fraktionen Freundschaft schließen sollen. Wieder mal ein bisschen näher ran. Ich sehe da keine Bären. Und ich sehe hier jede Menge Holz. Na gut, da weiß ich nicht, aber na gut, egal. Ich setze hier mal so eine Hütte hin. Und ein Sägewerk kann sowieso nie schaden. Das könnte man zum Beispiel. Na toll. Hier so hinsetzen. Wahrscheinlich war schon wieder alles falsch. Von der Planung her. So, Weg. Nee, war schon richtig Weg da.
Vielleicht direkt eine zweite Holzfällerhütte? Eigentlich wäre ein Steinmetz ja der nächste logische Weg. Auf der anderen Seite ist vielleicht nicht verkehrt. Egal. Nichts überstürzen. Immer mit der Ruhe, Landlos. Immer mit der Ruhe. Das wird alles. So. Ich mache das erstmal so. Dann ein Wachturm. Da so hin. Ein Entdeckerposten. Hier so hin. Nein. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr langer Weg, aber ihr kennt das ja. So. Ja, hier in der Aufgaben tauchen jetzt gar nicht mehr auf. Ne? Also wir müssen uns jetzt hier selber irgendwie durchwuseln. Das wird lustig. jo. Ich höre da Gelächter. Irgendwie sind die Wälder jetzt gar nicht mehr so nett und friedlich. Aber das Gelächter kommt, glaube ich, mehr so von hier. Hilfe? ja. Ja, hilft ja alles nichts. Nein, das wollte ich gar nicht. Erkundung, bla bla bla. Wachturm. Macht das Sinn, den hier hinzusetzen? Ich bin unschlüssig im Augenblick. Ich sitze immer da so hin. Finde dieses Gelächter da etwas irritierend. So, diese Vorgehensweise, die ich hier gerade publiziere, wirklich vorteilhaft ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es werden jetzt hier so ein bisschen es wird etwas heftiger alles jetzt, glaube ich. Ne? So ein bisschen die Daumenschrauben angezogen. So, da wollte ich. Oh, das sieht ja auch anders aus. So von der Gestaltung her. Mein. Es gibt hier wohl jede Menge neue Dinge zu entdecken. Werden wir tun, aber dann erst ab der nächsten Folge. Sorry, aber die Zeit ist schon wieder rum. So leid es mir tut. Und dann schauen wir mal, was uns hier Nettes ist. Auf dieser Insel erwarten wir. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit. Danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. Die brauche ich. Die brauche ich jetzt mehr als sonst. Die brauche ich jetzt mehr als sonst. Auf jeden Fall. Macht's gut und genießt die Zeit.